Alter. Ja, Mann. Geil. Boah. Ist alles fahrbar. Ist alles nur eine Sache, aua, der Einstellung. Boah, Digga. Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unterstützt wird dieses Video wieder mal von Koro. Schöner Bio-Ingwer-Mandarinen-Shot. Kann sich schön morgens reinfahren. Ja, Mann, falls ihr mich und meine Videos unterstützen wollt, mit dem Code HOCHSCHALTEN5 gibt es nochmal 5% bei Koro. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Freunde, auf dem Weg nach Schwerin. Heute steht der Baltic Bash Orbit an. Das Ganze werden wir als Community-Tour machen. So, Freunde, angekommen in Schwerin. Ja, Mann, jetzt fahren wir zum Schloss. Bestes Wetter einfach. 10 vor 8. Diesmal bin ich sogar pünktlich, Alter. Sehr geil. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben Leute aus Augsburg dabei, vom Münsterland, aus Halle, aus Magdeburg. Aus der Schweiz ist keiner, oder? Österreich? Nee. Freut mich, dass ihr alle am Start seid. Heute, ich bin gespannt, wie es wird von der Strecke. Ich bin hier auch noch nicht gefahren. Wir lassen uns überraschen. Kann sein, dass ein paar Passagen zugewuchert sind. Ja, da lassen wir dann einfach das Lastenrad da hinten vorfahren. Und dann rollt der Rest hinterher. Leute, wir starten jetzt in Orbit, 170 Kilometer, einmal von Schwerin, wieder nach Schwerin. Viel Spaß. Wir haben jetzt die Truppe erstmal in zwei Gruppen getrennt und ja, radeln jetzt ganz entspannt raus aus Schwerin. Auf jeden Fall wild, wie viele Leute am Start sind. Wird ein guter Orbit, Alter. Lia ist auch wieder am Start, Alter. Moin. Ich brauche einen Imbus. Dabei. Sehr gut. Ja, Leute, jetzt geht's hier gerade auf irgendwelchen kleinen Single Trails entlang. Ja, Mann, saugeile Strecke hier. Richtig schöne Single Trails. Teilweise ein bisschen zugewachsen. Jo. Aber das geht voll. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Aber macht auch richtig Bock. Jo. Achtung, stopp! Boah, geil, ja. Am besten halte ich mal an den Bremsen fest. Weißt du, immer die Bremsen. Ja, der hat so viel Nudeln hinten drin, Mann. Was soll er machen? Straße wahrscheinlich lang, ne? Warte. Jo, danke dir. Was für eine Strecke. Da war nur Regen. Und 60. Ich hab gesagt, das wird wild heute. Jo, Alter. Was für eine wilde Tour. So, Freunde, wir haben die ersten 26 Kilometer hinter uns. Sehr, sehr wild. Ging direkt am See entlang, tausendmal absteigen. Gefühlt 40 Leute gerade verloren auf dem Weg.
Wir sind jetzt hier noch so 8 bis 10 Leute, der Rest muss irgendwo vorgeprescht sein. Ja, Freunde, das Stück hier ist hart, hier sind überall Brennnesseln, Dornen. Alter. Ja, Mann. Geil. Boah. Boah. Ah. Oh. Oh. So, Leute, jetzt gibt es erstmal ein schönes Fischbrötchen. Ersten 40 Kilometer geschafft. Wo geht's noch hin? Der fährt auf den Orbit. Buongiorno. Danke fürs Warten. Ah, auch schöner Spot hier. Habt ihr gut? Ja, wir haben Pause, lange Pause. Ja. Alter, was für geile Routen hier, ey. Wild. Mann. Direkt am Strand. Sehr gut. War der auch nicht erwarmt erstmal, ne? Nach 40 Kilometern, nach 45. Sehr schön. Ja, Leute, ich würde wirklich sagen, der Single Trail Anteil ist hier echt relativ hoch, was aber auch richtig geil ist, wenn man so einfach abtaucht, mega konzentriert ist. Ja, immer wieder ist das Meer oder ein See auf der rechten Seite wunderschön. Halleluja. Vorsichtig. Baum auf dem Boden. Nicht unterkriegen lassen. Einfach weiter rollen. Stell dir mal vor, das wäre man bei Regen gefahren. Ha. Achtung, Dornen. Achtung. Boah. Baum auf dem Boden. Dornen. Das ist ein richtig wilder Parcours hier. Aber macht auf jeden Fall Bock. Wir haben jetzt boah, gute 65 Kilometer, müssten jetzt irgendwann in Boltenhagen sein, wenn wir da noch ankommen und nicht von Dornen und Brennnesseln kaputt gemacht werden. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist alles fahrbar. Ist alles nur eine Sache, aua, der Einstellung. Achtung, Baum! Auf dem Boden, aua. Das ist mal ein anderer Orbit hier auf jeden Fall. Achtung, boah, shit. War richtig im Grün gewesen, ne? Macht Laune auf jeden Fall. Sehr schön. Aber deine Arme gehen noch, ne? Weißt also, du, gleich bisschen... so gut. Ich bin ja weit hinten gefahren. Also die Dornen haben ja die vorne alle abgerissen. Ja. Ich habe auch nur ganz, ganz bisschen hier. Jo, was geht? Alter. Wahnsinnsabschnitt direkt hier am Meer. Wunderschön.
Freunde, wir haben jetzt 96 Kilometer auf der Uhr und sind gerade Punkt Landung um 14 Uhr zum Konsum, der hier aufgemacht hat. Und chillen jetzt gerade hier alle, haben ein Stück Kuchen gegessen, genießen die Sonne, warten auf die andere Gruppe und gleich geht's dann weiter Richtung Grevesmühlen und dann wieder irgendwann Richtung Schwerin. Ja, und jetzt geht's hier unentwegt. Gruppe hat sich sehr ausgedünnt. Wir sind zu viert unterwegs. Aber es läuft ganz gut. Und ja, jetzt sind es noch so knapp 50 Kilometer bis nach Schwerin. Aber jetzt erstmal die Treppen hier. Alter. Läuft mein Herz doch höher hier. Ja, natürlich. Endlich wieder Treppen laufen. Leute, mittlerweile 150 Kilometer vom Uhr. Wir fahren jetzt hier die letzten 16, 17 Kilometer um den See. Auf hier so schön wurzeligen Singletrails. Schauen wir mal. Jetzt nur noch sicher nach Hause kommen. Ey. Langsam sind alle ein bisschen angeschossen. Schaut euch das an. Alles voller Mücken, Alter. Das sind ein paar Raben hier, ey. Boah. Junge, mitten im Nirgendwo. Im Dickicht von Schwerin. Zum Ende hin wird es hier nochmal hart. Hier sind einige Passagen, die man nicht fahren kann, aber das ist gar nicht so schlimm. Viel schlimmer sind diese elenden Mücken. Die kommen sofort in Riesenscharen und schmeißen sich auf dich rauf. Oh. Wie hoch das immer geht. Hey. Boah, das will einen hier richtig brechen mental. Hilfe. Orbit ist halt kein Kinderspiel. Oh, komm. Jap. Hui. Oh, alter Schwede. Jetzt haben sie mich auch gleich gebrochen hier. Kann nicht mehr. Achtung, Wurzeln. Hoppala. Ah. Gleich haben wir es geschafft. Noch 1,5 Kilometer. Bitte erlöse mich von diesem Weg. Wann hört es auf? Oh. Oh. Yes. Oh. Alter, stark. Ja, Mann, 165 Kilometer auf der Uhr. Die letzten Meter Richtung Schloss. Alter, war das letzte Stück gerade noch mal hart, ey. Oh, aber jetzt freue ich mich. Jetzt entspannt. Und gleich auf jeden Fall noch mal eine Runde baden gehen, ey. Alter, war das ein Brett, Mann. Juhu. Digga, wir haben es geschafft. Boah,
ja, war auf jeden Fall richtig ordentlich heute. Haben nochmal gut geballert hinten raus. Richtig schön grau gefahren, ey. Hinten raus am See nochmal richtig trailig. Schön Höhenmeter mitgenommen. Hättest du gedacht, knackiges Ende, ey. Dass es so hart wird noch, oder? Boah, ich habe ehrlich gesagt gedacht, die letzten 10 rollen rein, ne? Ja. So wie man das aus Hamburg kennt. Aber Schwerin ist anders. Und der Orbit auch, ey. Falls ihr das Ding nachfahren wollt, ja, nehmt euch was zu trinken mit, ne? Und weiß ich nicht, ansonsten, wir sind alle zerstochen von Mücken, haben überall so Kratzer, aber das ging schon alles. Aber irgendwie war es auch hart insgesamt, nach hinten raus, war es schon hart. Bis gleich beim Pizzaessen. So, Leute, 18.36 Uhr. Oh, ist das geil. Oh, Leute, ist das herrlich, Mann? Guckt euch mal da an, das Schloss. Herrlich. Wir hätten doch die neue Brücke nehmen sollen, Max. Ja, Alter, das war mega die Abkürzung. Neue Brücke nehmen sollen, da hättest du den Lenker nicht verdreht und so weiter und so fort. Komplett zerstört. Ist ja wirklich die Hölle gewesen. Da bist du so tot gewesen. Ich habe zweimal Pullern abgebrochen, weil das nicht aushaltbar war. Ja. Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr sehen wollt, wie wir den Deister Delta gefahren sind, schaut mal hier vorbei. Oder wenn ihr sehen wollt, wie ich mein erstes Fixie-Rennen gefahren bin, dann schaut am besten hier vorbei. Falls ihr das Video bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag Kissen in die Kommentare. Besten Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.